In dem heutigen Video möchte ich euch alle Side-Easter Eggs auf der Karte Terminus bei Black Ops 6 Zombies zeigen. Und wir fangen auch direkt mal an mit dem ersten Side-Easter Egg. Wenn ihr am Spawn rausgeht und auf diesen Tower hier schaut, müsst ihr da drauf schießen mit einer Explosionswaffe oder eine Granate reinwerfen und ihr bekommt ein gratis maximale Munition Power-Up. Und wir machen weiter mit dem zweiten, da bekommt ihr ein doppelte Punkted Power-Up und ihr müsst hier in den Packerpunch-Raum in dieses Labor reingehen und hier seht ihr schon das Symbol für doppelte Punkte. Da schießt ihr einmal drauf und es spawnt ein doppelte Punkte Power-Up. Das nächste gratis Power-Up ist das Bonus-Punkte Power-Up und dafür geht ihr hier auf das Schiff, Leute, zieht hier oben rechts auf das Fenster und da seht ihr auch schon das nächste Power-Up-Symbol für Bonuspunkte, schießt einmal dagegen und es spawnt ein Bonuspunkte. Das nächste gratis Power-Up befindet sich hier auf dieser Karte, Leute. Schaut euch das an, das ist die Atombombe. Und zwar, wenn ihr hier an dieser Panzerung steht, ist hier ein Spawnpunkt für die Zombies. Und wenn ihr reinguckt, ist eine Atombombe da. Und wenn ihr drauf schießt, spawnt eine gratis Atombombe. Beim nächsten Easter Egg bekommt ihr einen kleinen Helfer an eurer Seite für ein paar Minuten. Dieser wird euch immer wieder hochholen, reviven. Ihr werdet alle Extras behalten. Und hierfür müsst ihr 6 Tiere sammeln, Leute. Das erste Tier befindet sich hier bei schneller Laufen, bei Stamina Up. Wenn ihr hier in diesen Schrank schaut, geht dahin, interagiert damit. Für den zweiten Spot müsst ihr hier bei Elementalimo hinten rausgehen, Leute. Und zwar links hinter dem Zaun befindet sich so ein kleiner Affe, mit dem interagiert ihr. Tier Nummer 3 befindet sich, wenn ihr hier bei Dr. Nite steht, im Tunnel. Schaut gerne auf der Karte vorbei, damit das etwas einfacher ist. Lauft ihr hier runter, Leute. Hier ist auch der Kaugummi-Automat. Und hier in der Ecke befindet sich ein Elefant, mit dem ihr interagieren könnt. Und jetzt kommen wir zu Tier Nummer 4. Dies befindet sich hier im Packerpunch-Raum, wenn ihr bei der Werkbank seid, hier drunter. Und Tier Nummer 5, Leute, befindet sich auf dem Boot, wo die mysteriöse Kiste ist, rechts in dem roten Container in der Ecke. Und hier könnt ihr auch einmal mit interagieren und dann habt ihr das auch aufgesammelt. Das nächste Tier befindet sich hier unten auf dieser Insel. Schaut gerne auf der Karte, hier ist die Werkbank, Leute, ihr lauft hier hoch an diesem Scheinwerfer und daneben ist dann eine kleine Giraffe und die hebt ihr auf. Wenn ihr dann alle 6 Kuscheltiere aufgesammelt habt, müsst ihr wieder in den Juggernaut-Raum, Leute, und hier sind auch Kuscheltiere. Interagiert damit und ihr werdet sehen, alle anderen Kuscheltiere in dem Raum werden sich in der Mitte versammeln und zu einem Tier werden. Dieser wird euch dann verfolgen die ganze Zeit, Zombies angreifen, jedoch macht er so gut wie gar keinen Schaden. Aber das Beste an dem Teil ist, sofern ihr eine Selbstwiederbelebung habt, wird ihr euch immer wieder hochholen. Ihr behaltet dann trotzdem eure Selbstwiederbelebung und eure Extras. Und kommen wir nun weiter zum nächsten Easter Egg. Beim nächsten Easter Egg müsst ihr einen Schatz finden und dieser Schatz ist ein Talisman, mit dem ihr durchgehend doppelte Punkte bekommt. Und falls ein Zombie euch von hinten angreift, bekommt ihr anstatt Lebensverlust Punkteverlust. Und wie ihr das macht, Leute, zeige ich euch jetzt. Als allererstes kauft euch hier das Metzel Macchiato Perk, womit ihr härter zuschlägt. Dann geht hinter Speed Cola hier im Tunnel an diese Wand, schlagt diese Wand auf und hinter dieser Wand seht ihr eine Karte, Leute. Auf dieser Karte ist ein Ort markiert mit einem roten X und dieser Ort befindet sich auf unserer Karte, Leute. Geht zu diesem Ort und ihr werdet schon sehen, dass im Wasser so ein goldenes Item ist. Dieses Item brauchen wir, das ist nämlich die Uhr von den Piraten. Den heben wir auf und gehen damit wieder zurück in die Höhle, da wo Speed Cola ist. Dann interagiert ihr mit der Truhe und kurze Zeit später werden euch 3 Punkte auf der Karte angezeigt. Ihr müsst zu jedem einzelnen Punkt dann gehen, Leute. Und ihr braucht 3 Molotows. Die könnt ihr auch auf der Werkbank euch zusammenbauen. Punkt Nummer 1 auf der Karte befindet sich hier rechts auf dieser Insel. Und zwar, wenn ihr vor dem Generator steht, ist hier ein Skelett. Auf diesen Skelett werft ihr die Molotow und kurze Zeit später spawnt aus dem Skelett ein Mangler. Diesen Mangler müsst ihr jetzt erledigen, Leute, und wenn ihr den erledigt habt, droppt euch so eine verfluchte goldene Münze und das gleiche machen wir jetzt mit den 2 anderen Inseln. Und Spot Nummer 2 befindet sich hier oben auf der Insel. Wenn ihr hier an dieser Munitionsbox seid, links daran vorbeilauft, an dieser Treppe habt ihr das nächste Skelett, wo ihr drauf schießt. Eure Sicht ist erstmal blau, das ist wegen dieser Münze, Leute, das ist ganz normal. Und hier spawnt wieder ein Mangler. Diesen Mangler müsst ihr töten und er droppt euch noch eine verfluchte Münze. Jetzt haben wir schon 2 von 3 Münzen und wir gehen weiter zur dritten Münze. Diese befindet sich auf dem Schiffswrack, Leute, so ziemlich mittig hier an diesem großen roten Mast. Und zwar wirft ihr wieder eine Molotow drauf, der Mangler spawnt, ihr bringt ihn um, hebt die Münze auf und geht damit wieder zurück in den Tunnel.
interagiert mit der Truhe-Leute und ihr kriegt hier goldene Loot zugeschmissen. Und kurze Zeit später seht ihr auf der Karte einen neuen Ort. Und das ist nämlich hier diese Krabbeninsel, die ist ganz unten auf der Karte. Nachdem ihr dann 2-3 Wellen überlebt habt, seht ihr auf der Karte, dass so Blitze spawnen. Und dann kommt auch die goldene Schatzkiste hier in die Ecke, rechts von der Munitionsbox. Und hier befindet sich dann der Talisman. Mit diesem Talisman bekommt ihr durchgehend doppelte Punkte. Und bei Zombie-Treffern verliert ihr Punkte anstatt Leben. Kommen wir zum nächsten Side-Easter Egg. Und zwar habt ihr unten im Packer-Punch-Raum ja hier diese Käfige. Und da sind ja Zombies drinne. Ihr seht, am Anfang sind normale Zombies drin, ihr habt links und rechts Zellenblöcke und ihr müsst jetzt jeden Zombie da drin töten. Ich würde euch auch Explosionswaffen empfehlen, Leute, weil es dann viel einfacher damit ist, die Zombies umzubringen. Und achtet darauf, dass jede Lebensanzeige weg ist, also dass ihr keinen Zombie vergessen habt. Und wenn ihr jeden Zombie da drin umgebracht habt, wird in der nächsten Runde in den Zellen Ungeziefer drin sein, also diese Spinnenzombies. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann habt ihr noch einen Zombie vergessen, Leute. Hier macht ihr wieder das Gleiche. Ihr habt die Runde beendet, jetzt sind die Ungeziefer da drinne. Und wenn ihr die alle umgebracht habt, dann skippt ihr noch eine Runde, Leute, noch eine Welle und danach wird da drin ein Mangler spawnen. Diesen Mangler erledigt ihr und dann bekommt ihr auch das Zufallsperk, Leute. Beim nächsten Side-Easter Egg bekommt ihr auch ein zufälliges Perk und hierfür schnappt euch ein Boot, fahrt aufs Meer hinaus und ihr müsst jetzt 3 Inseln mit so gelben Sporen abschießen. Also ihr müsst die gelben Sporen auf den Inseln abschießen, Leute. Und jedes Mal, wenn ihr eine Insel komplett von Sporen befreit habt, geht ihr in die nächste Runde und schießt dort auch die Sporen ab. Und das Ganze macht ihr halt 3-mal, bis ihr 3 Inseln gesäubert habt. Nachdem ihr 3 Inseln gesäubert habt und wieder in die nächste Runde gejoint seid, dann müsst ihr in die Mine reingehen, wo auch Speed Cola ist. Und hier werden auch ein paar Sporen sein, Leute. Diese Sporen müsst ihr dann auch abschießen. Es sind, glaube ich, bei mir jetzt 3 Stück gewesen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, kriegt ihr ein zufälliges Perk, Leute. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Easter Egg. Und hierfür braucht ihr tote Leitung auf einer Waffe. Das eignet sich auch gut, wenn ihr das Easter Egg macht. Da braucht ihr die tote Leitung ja sowieso. Und dann müsst ihr 2 Antennen abschießen. Die erste Antenne, seht ihr hier hinten, Leute, befindet sich da, wo auch Schnellwiederbelebungsperk ist. Wenn ihr die Tür rausgeht und nach oben schaut, ist eine Antenne. Und ihr schießt so lange drauf, Leute, bis das rot leuchtet und ihr so ein kleines Stromgeräusch hört. Danach geht ihr zur nächsten Antenne, Leute, und zwar hier hinten bei Juggernaut, wo das Perk ist. Und hier oben ist die nächste Antenne. Und dort schießt ihr auch so lange mit toter Leitung drauf, bis das rot leuchtet und ihr so ein Stromgeräusch hört. Wenn ihr dann beide Antennen angeschossen habt, dann müsst ihr hier zu dieser Kanone gehen, Leute, die Falleimer aktivieren. Und ihr werdet dann auch im Himmel so ein gelbes Fadenkreuz sehen. Und danach werdet ihr sehen, wie ein Meteor dort abstürzen wird. Ihr müsst jetzt zur Insel fahren, wo der Meteor abgestürzt ist, und zwar hier auf der Karte, Leute. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr hier auch eine Wunderwaffe bekommen. Bei den meisten kommt immer eine Wunderwaffe hierbei raus, ansonsten habt ihr auch hier sehr schönen Loot. Für das nächste Easter Egg müsst ihr hier auf die Krabbeninsel und ihr braucht einen Molotow-Cocktail, Leute. Guckt dorthin, wo ich hinschaue, wirft einen Molotow dorthin und ihr werdet auf dem Boden so Krabben sehen, die spawnen. Und sobald ihr eine davon schlägt, Leute, fängt das Minigame an. Und ihr müsst jetzt auf jede Krabbe so schnell wie möglich draufhauen. Die Hitbox ist ziemlich mies hier, Leute. Und die Krabben sind sehr, sehr schnell. Und wenn ihr das dann fertig gemacht habt, Leute, kriegt ihr eine random Belohnung. Und wir machen weiter mit dem nächsten Easter Egg. Und zwar bekommt ihr hier eine Sauerstoffflasche, damit ihr länger unter Wasser bleiben könnt. Und ihr müsst unter Wasser einen Stein wegschießen und dafür braucht ihr am besten eine Pistole. Ich weiß nicht, ob es auch mit einer MP funktioniert, weil sonst könnt ihr nicht unter Wasser schießen. Schießt auf diesen Stein hier links, links von der Hebebühne auch, wo Packer Punch drauf ist. Da ist die Sauerstoffflasche, die hebt ihr auf und ihr könnt schon länger unter Wasser tauchen. Beim nächsten Side Easter Egg schaltet ihr sogar einen Erfolg frei, Leute. Ihr müsst irgendwo am Wasser, ist auch egal wo am Wasser, da seht ihr manchmal so Fische hoch und runter springen, wie bei mir hier. Da wirft ihr dann eine Granate hin, Leute, und ihr werdet sehen, dieser Fisch wird euch Loot droppen. Und ihr schwimmt dann zu diesem Fisch ganz nah dran, interagiert mit dem. Der Fisch wird zwar noch da sein, aber ihr habt den aufgesammelt, Leute. Und jetzt müsst ihr noch ein paar Zutaten sammeln, weil wir werden diesen Fisch jetzt zubereiten. Die nächste Zutat befindet sich hier beim Packer-Punch-Raum, wenn ihr hier an der Tentakelfalle seid, gegenüber das Gehirn, Leute. Die nächsten 2 Zutaten befinden sich hier in der Küche. Einmal hier ganz rechts die Ölflasche und ganz links in der Ecke, Leute, zwischen den Kisten. Da ist auch nochmal ein Item hier zwischen den Salat oder was auch immer das ist. Von hier aus lauft ihr raus,
Richtung Wohnzimmer. Und hier habt ihr oben auf dem Kühlschrank noch ein Item. Und von hier aus, Leute, lauft ihr runter am Juggernaut vorbei, nach links. Und dort habt ihr das nächste Item, die Batterie. Und jetzt habt ihr alle Items, Leute. Ihr müsst jetzt wieder zurück in die Küche. Und ihr geht hier rechts am Herd, Leute, da ist eine Pfanne. Dort gebt ihr nach und nach mit der Interagieren-Taste die ganzen Zutaten ein. Und ihr seht, hier wird schon etwas Schmackhaftes gekocht. Jetzt müsst ihr nur noch die Runde beenden, weil die Suppe braucht eine Runde, bis sie fertig ist. Und wenn ihr die Runde dann beendet habt, seht ihr schon die Herausforderung kulinarisches Essen freigeschaltet. Dann gibt es noch zwei Side-Easter Eggs. Einmal ein Bootrennen, was ihr machen könnt. Und einmal eins mit dem Basketball, wo ihr 2000 Punkte geschenkt bekommt. Bei den beiden Easter Eggs weiß ich jedoch jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Beziehungsweise beim Boot gibt es mehrere Spots. Und beim Basketball wahrscheinlich auch ein Spot, von wo du schießen musst, damit das auch hundertprozentig klappt. Sobald ich mehr weiß, Leute, mache ich auch ein Video darüber. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das jetzt an dieser Stelle ändern, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.